Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves. Das letzte Mal sind wir endlich in Shambhala angekommen und es sieht eigentlich recht schön aus, muss man sagen. Recht tropisch, recht idyllisch, aber der Schein trügt natürlich, wie wir es schon gesehen haben, denn als wir angekommen sind, wurden wir direkt von den Wächtern angegriffen, die auch diese Viecher in Verkleidung waren. Das Rätsel hat sich gelöst und wir müssen jetzt weiter. Und zwar hier durch. So. Oh, und hier liegen Waffen, okay. Die M4 habe ich anscheinend eben verloren. Oder im Teil davor, als wir dann mit diesem Ding da runtergeslidet sind. Aber okay. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Tja, Lazarevich und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Nein, Chloe, wir suchen den Cinjamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarevich aufhalten. Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow, wow, wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh Mann. Hör mal. Schätzchen, der Welt ist das egal. Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So läuft das. Nein, diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt. Aber gut, retten wir eben die Welt. Was bleibt uns anderes übrig? Okay, gut. Sammeln wir noch ein bisschen Munition ein. So, wir haben erstmal unsere Kleidung abgelegt. Es ist auch sehr warm hier drin. Und ich muss dazu sagen, hier das Shambhala-Kapitel ist, wie man sich wahrscheinlich auch denken kann, eines der letzten Kapitel im Spiel und es gefällt mir nicht so wirklich. Das liegt größtenteils daran, weil hier noch einige Kämpfe vor uns stehen und die sind nicht gerade nett oder toll. Und wir kriegen jetzt... Das liegt unter anderem daran, dass wir Gesellschaft von den Wächterviechern kriegen, die uns direkt mal gekillt haben, weil die nämlich echt verdammt stark sind mit ihren komischen Armbrüsten. Sobald wir aber die Chance dazu haben, uns eine Armbrust zu nehmen, sollten wir das auch tun. Denn die sind recht effektiv gegen die Viecher. Meine Güte. Kumpel, übertreib's nicht. Ja, das kann jetzt noch eine Zeit lang so weitergehen. Dass das auf extrem schwer, wirklich extrem schwer war, brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Das erklärt sich, glaube ich, von selber. Ich glaube, wir sollten einfach nicht stehen bleiben. Hau ab! Komm, Drake, lad nach. Obwohl es eigentlich die Wächterviecher sind, nur ohne Verkleidung, sind sie allerdings zu besiegen, wie man hier gerade sieht. So, wo ist der andere Typ? Den, da. So, bleib mal stehen. Zack, erwischt. Ja, die sind auch mies, weil ihr seht, die können Sachen explodieren lassen. Und das kann auch in die Hose gehen. Aber wir haben ihn erwischt. Sehr gut. Mit einem Schuss ins Bein. Wir brauchen stärkere Waffen als die hier. Sieht so aus. Ja, wir könnten die jetzt zwar behalten, aber ich sag mal so, natürlich kommen uns nicht nur die als Gegner in die Quere, sondern natürlich auch noch normale, weil der Lazarevich ist ja auch hier gelandet.
Und da ist es besser, ein bisschen mehr Munition mitzuhaben, als nur 4 Schuss in der Armbrust. Auch wenn sie wirklich sehr stark ist. Aber okay. Wir kriegen, denke ich mal, noch öfter die Gelegenheit, uns eine Armbrust mitzunehmen. Von daher... So, jetzt müssen wir aber erstmal den Weg hier finden. Beziehungsweise, ich habe ihn schon gefunden. Wir müssen hier nur noch gehen. Dann, ne? Wir müssen nämlich dahin, wo der Typ gerade mit seinem komischen Schleuderteil rausgekommen ist. Deswegen nehmen wir hier diese durch Zufall sehr gut platzierten Objekte, die uns helfen, weiter zu klettern. Und hopps. Komm schon, der Sprung ist nicht schwer. Ja, für dich nicht. Du bist ja auch Drake. Du kannst das ja auch. So. Wobei Elena und Chloe haben ja auch einiges auf dem Kasten. Eigentlich hat so ziemlich jeder, der die begleitet, klettertechnisch was auf dem Kasten. Achtung! Ich schätze mal, Drake läuft, sucht seine Freunde nur danach aus, wie gut sie klettern können. Der macht vorher so ein Casting. So, beeilt euch mal. Ich warte auch extra auf euch. Komm, Elena. Okay. Und weiter geht's. So, und das wirkt schon alles sehr mysteriös hier. Vor allen Dingen das da. Seht ihr das? Blauer Baumharz. Wissen ja. Hey, das ist Harz. Eindeutig Baumharz. Es fängt leicht Feuer. Vorsicht. Ja, und es fängt leicht Feuer. Da hat er recht. Da müssen wir nämlich einfach drauf schießen. Was zur Hölle? Ah. Ist ja gar nicht gruselig. Überhaupt nicht. Aber damit öffnen wir neue Wege. Was demnach sehr praktisch ist. Und wir sollten auch nicht nah dran stehen, wenn wir das abschießen, da, wie ihr seht, eine große Explosion folgt, die uns glatt töten könnte. Badabum. Ist aber echt schon cool gemacht, muss ich sagen. Und hier liegen überall Pistolen rum. War Lazarevits Gruppe schon hier? Weil wir haben ja schon gesehen, dass vor 70 Jahren hier schon eine Gruppe Nazis anscheinend hier war. Mit Schäfers Expedition wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Also hat jedenfalls irgendwas damit zu tun. Und die hatten natürlich noch nicht so fortschrittliche Pistolen wie wir. Frage ich mich jetzt, wie weit die schon vorgedrungen sind hier. Ah, genau. Jetzt dürfen wir hier im Heck darauf schießen. Und diesen ganzen Umweg machen wir eigentlich nur, um in ein weiteres Baumharz zu gelangen, was wir abschießen können. Nämlich das da. Kabum. So mag ich das. Auf geht's. Und damit ist die Tür offen. Das heißt, wir können wieder nach unten. So. Naja, seht euch das mal an. Eine Treppe. Also es sieht eigentlich alles recht schön aus, würden wir nicht wissen, dass hier irgendwelche komischen Viecher rumlaufen und dann dazu noch die bedrohliche Musik. Hey, das kenne ich doch. Natürlich. Hier muss irgendwo der Zintermani-Stein sein. Ja, ich habe leider nicht verstanden, was der Drake gesagt hat, weil immer wenn ich aufzeichne, habe ich zwar Kopfhörer auf, aber nur auf einem Ohr, weil wenn ich die auf beiden auf hätte, dann wäre es zu laut und dann würde ich schreien. Und seine Tonspur kam gerade aus der linken Kopfhörerhälfte und die habe ich gerade nicht auf, deswegen habe ich ihn gerade nicht verstanden. Aber es scheint wohl der Tempel zu sein, in dem eventuell der Cintermani-Stein versteckt ist. So. Ja, und jetzt wird es hier aber zunehmend bedrohlicher. Es wird immer dunkler. Plötzlich. Aber seht euch das mal an. Das sieht doch schön aus, oder? Und hier liegt so eine M4, was ich noch viel besser finde. Hat so einen leicht asiatischen Touch, muss man sagen. Beziehungsweise einen ziemlich großen asiatischen Touch. Das könnte auch ein Screenshot aus Japan sein. Aber okay. Wir müssen erstmal weiter. So, was haben wir denn hier? Eine Tür. Wieso schleicht er jetzt? Und wieso lauft ihr nach oben? Da war eine Tür. Wir kriegen Besuch. Ah, deswegen. Noch mehr? Shh. Siehst du? Es war viel zu ruhig. Vielleicht haben sie uns nicht gesehen. Elena, zurück. Ah, die Soldaten sind wirklich überall. Ja, und sie laufen vor allen Dingen überall rum. Okay, gut, es sind aber noch normale Soldaten, die sind, glaube ich, ein bisschen leichter zu besiegen als diese Wächter. Wobei da unten einer mit einer Gatling-Gun steht, ein großer. Ja, jetzt mache ich natürlich wieder den Fehler und sage meinen bekannten Satz. Wenn wir gut sind, können wir so ein paar sehr unauffällig und leise besiegen. Was wir gleich mal versuchen. Und wie gesagt, ich kann es euch natürlich nicht versprechen. Weil ihr kennt das ja. Wenn ich das sage, dann passiert meistens das Gegenteil.
was nicht so optimal ist. So, aber den könnte ich vielleicht erwischen. Zack. Okay, den hätten wir schon mal. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil ich nicht genau weiß, wo die jetzt alle stehen. Ich meine, hier würde auch noch einer rumgeistern. Hatte ich so im Gedächtnis. Ah, da. Da läuft er rum. Die könnte ich eventuell auch noch erwischen. Wenn ich vorsichtig bin und jetzt hinterherlaufe. Weil der hat nämlich nur eine echt kurze Runde, bevor er sich wieder umdreht. Katsching. So, den hätten wir. Da drüben läuft noch einer rum. Den könnte man auch ausschalten. Und ich weiß, dass unten in diesem Spalt hier steht auch noch irgendwo einer drin. Den ich öfters mal übersehe und der mich dann sieht. So, ich mache mir jetzt aber eher erstmal um den da drüben Sorgen. Ich glaube, ich kann hier auch rüberlaufen über den Spalt, ohne dass ich gesehen werde. Da unten steht er nämlich. So, dann mache ich erstmal den und dann gehe ich da runter und mache den. Und da hätten wir schon mal, glaube ich, den Großteil. Die anderen werden wir dann wahrscheinlich wieder mit roher Waffengewalt ausschalten müssen. Aber hey, das lässt sich natürlich in Uncharted nicht vermeiden. Bam. Und weg. Okay, den hätten wir. Oh, der hat ein Scharfschützengewehr. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Damit könnte ich gleich versuchen, den Gatling-Typen auszuschalten. Aber ich mache natürlich jetzt erstmal den hier kalt. So. Sehr schön. Da hätten wir schon mal einen Großteil der Gegner. Da kommen natürlich noch mehr. Oh, und wir wurden anscheinend gesehen. Aber war ja klar, es hätte sich nicht lange hinauszögern lassen. Ob ich den erwisch. Oh. Ich habe den hinter ihn erwischt. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Da kommt wieder einiges auf uns zu. Okay, gut, den hätten wir. Der Gatling-Typ ist Geschichte. Jetzt steht da oben allerdings noch ein Scharfschütze. Ich glaube, den nehme ich mir auch mal kurz vor. So. Der macht mir nämlich Sorgen. Ich laufe mal ein bisschen. Denn auch der Raketenwerfer-Typ, der geht mir da gerade ziemlich auf die Nerven. So, ich verschanze mich mal hier. Dann habe ich nämlich Deckung vor einem Großteil der Gegner. Und warte einfach, bis die hier gleich um die Ecke kommen. Wenn sie um die Ecke kommen. Was gar nicht so schlecht wäre. Ah ja. Zum Beispiel der Kollege. Was macht der? Was macht der jetzt da oben? Ah ja, jetzt muss ich wieder nachladen. Ah. Gut, den hätten wir. Wir werden sehen. Ah, Mann, das ist der immer. Ich hasse es, wenn er immer nah an der Explosion steht, dass er dann immer vor Schreck seine Waffe wegpackt. So, komm her, Kumpel. Bam. Okay, der hat ein bisschen Munition für uns, allerdings nicht genug. Gut, gut. Ah nein, Wächterviecher. Das auch noch. Gott! Wie geil können die denn bitte klettern? Das ist ja krass. Ja, man kann natürlich auch das Baumharz nutzen. Wie hier zum Beispiel. Um die Gegner teilweise zu verletzen. Okay, ich hab ihn. Sehr gut. Dann nehme ich mir nochmal schnell die Armbrust. Um die nächsten Gegner von denen zu beseitigen, wie den da oben. Natürlich habe ich ihn nicht erwischt. Aber jetzt. Gut, vielen Dank. Das war's aber, glaube ich, noch nicht. Sonst würde Drake nicht so wie ein Irrer noch rumrennen. Oder? Hm, vielleicht war es auch doch. Wir werden sehen. Die beiden stehen nämlich schon hier. Hey Leute. Aber ich gucke mich, glaube ich, lieber nochmal um. Oh, und wir müssen auf jeden Fall erstmal einen Cut machen, sehe ich gerade. Huh, gut, dass ich das nur gesehen habe. Ja, dann werden wir im nächsten Teil weitermachen und dann hoffentlich durch dieses Tor gehen. Also bis dann. Ciao.